alles One-Hits. Zack, 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 zack. So. Aber die 10% machen sich recht schnell bemerkbar. Das ist schon mal gut. Aber die nächste Stufe kostet 3590. Das ist schon übel. So, Wald. Kaputt. Kaputt. Ich mag den Charakter. Ja. Kaputt. Wir müssen nur mal denken, zwischendurch zurück in das andere Gebiet zu gehen, um da wieder Lebenspunkte zu holen. Also einmal, weil die Gegner leichter sind und weniger Schaden verursachen. Und zum anderen... Oh, das wollte ich gar nicht. Und zum anderen, weil wir da die ganzen Hühnchen einsammeln können. Also die Hühnchen, die es immer gibt. Hey, dabei fällt mir ein, wir könnten immer, wenn wir ein Gebiet betreten, am Eingang des Gebietes diese Form von uns da lassen. Dass wir schnell zurückkommen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Und der Wald scheint mir auch schon fast zu einfach zu sein für uns. Also zu einfach für den Schaden, den der Shinobi hier austeilt. Ganz viele Pilze. Okay. Oh. So. Pilz, 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 Pilz. Fertig. Oh, ein Baumstamm noch. Du kommst auch noch mit. So. Na komm, schieß. Alle Gegner besiegen. Ja. Und wir kommen an die Gegner nicht ran. Ich mag sowas echt nicht. Wie kommt man an die Gegner ran? Ja. Schön. Müssen wir ignorieren. Wo geht's weiter? Rechts geht's weiter. Nee, das Dreifachspiel habe ich keinen Bock drauf. Erstmal für jemanden nicht one-hitten. Okay. Der Stufe 24 und wir sind 47. Okay, um die Stufe zu erreichen, mussten wir auch nur 47 mal sterben, gefühlt. Ist das übrigens wirklich so? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ob wir mit jedem Tod... Aua. Oh oh. Oh 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 oh. Ob wir mit jedem Tod mal ein Level mehr bekommen. Erstmal fliehe ich jetzt ganz, ganz schnell nach Hause. Und nach Hause meine ich den ersten Bereich. Oh, du gehst ja schräg. So, irgendwo ist ja noch ein Bogenschütze, genau du. So, hops, hops. Sehr schön. Hühnchen. 13 Lebenspunkte. Und jetzt töten wir hier so lange, bis wir wieder genug Lebenspunkte haben, um in den Wald zu gehen. Oder in ein schlimmeres Gebiet. Ja. Zing. Warum sind wir hier im Wald? Ich will gar nicht in den Wald. Ich will wieder raus. Danke. Aber gut zu wissen, dass wir da auch in den Wald kommen. Weiter, 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 weiter. Du bist kein Dumbass. Sehr schön. So, wo müssen wir lang? Wir können nach unten gleich. Da waren wir noch nicht. Ja, und praktischerweise gleich wieder Hühnchen. Und Truhen und überhaupt. Gold. Mehr Gold. Was habe ich da gerade gedrückt? Oh, Eingangsbereich. Na gut. War so eigentlich nicht der Plan. Komm, schieß. Das war so auch nicht der Plan. Es passiert sehr viel, das nicht nach Plan ist. So, schieß. Hey, das ist nicht schön. Gar nicht schön. Wir kommen hier, um Lebenspunkte zu sammeln und nicht um sie zu verlieren.
Also ich glaube, den Shinobi sollte ich echt nur spielen, um frontal in Kanonenkugeln einzulaufen. Nein, um Bosse zu töten. Weil er ja schön schnell Schaden verursacht. Aber sonst ist mir der zu risikoreich. Oh, München. Sehr schön. Und risikoreich meine ich, man muss halt besser spielen können. So. Wow. Zwei Magier. Yay, ich darf auf diesen Springplattformen gegen Magier kämpfen. Super. Ah, beide tot, sehr schön. Wow. Kaputt, 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 kaputt. Nach ein stinknormaler Zombie hat mich getroffen. So. Oh. Schieß. Kaputt. So, so. 36 Leben, okay. Bei dem funktionieren die Stacheln. Okay, also es liegt echt an dem Schwarz-Weiß-Gucken, dass die Stacheln nicht funktionieren. Dass ich sehr komisch finde, aber ja, das hätten wir auch rausgefunden. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. So. Hülalü. Wir haben gerade mal 2000. Also Grabmal, das ist eine Menge, aber trotzdem. Dafür, dass wir das erste Gebiet eigentlich überspringen wollten. Oh, neuer Eintrag. Hallo, Eintrag. Nummer 10. Die Embleme auf der Tür sind ein Hinweis. Ich habe ein riesiges Biest getötet, das einem der Bilder entspricht. Und irgendetwas hat sich hinter der Tür bewegt. Wie in einem Traum konnte ich sehen, wie das Emblem auf der Tür angefangen hat zu glühen. Eine außerkörperliche Erfahrung. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber ich muss mich beeilen, denn der König könnte seinen Wunden jeden Moment erlegen. Zuallererst muss ich mich allerdings ausruhen. Morgen werde ich den Wald betreten. Den Wald betreten? Ernsthaft? Der sitzt schon viel weiter als der Wald. Ja, was komisch ist, er hat den Gegner umgebracht, den Endgegner. Und wir haben das ja auch getan. Also respawnte auch immer wieder. Also für den anderen Protagonisten jedenfalls. Wow, wow, wow. Da ist gerade Gold verschwunden. Wow. Nein, und tot. Lady Priscilla die Zweite. Sie bekam fast zwei Reihen voll. So, jetzt gib mir bitte den Miner. Genau hier. Miner. Kurzsichtig. Angst vor Hühnchen. Aber er bringt mehr Gold. Und das will ich jetzt gucken, wie genau das funktioniert. So, 2159. Wollen wir den Miner nochmal aufstufen? Es fehlen uns 41 Goldmünzen. Ja, gut, dann fehlen uns die halt. Erhöhen wir mal die Lebenspunkte und die Lebenspunkte und sonst nichts. Oh, und kurzsichtig sein ist echt doof. Ich spreche da aus Erfahrung. So, Chris. Und jetzt gucken wir mal. Also normalerweise müsste jede Münze 11 Punkte geben. Also wegen dem ein Upgrade. Und warum war da gerade ein Goldsack? Im ersten Raum? Okay. Und sie bringt schon mal 14 Münzen. Sehr schön. Könnt ihr mal aufhören zu schießen, bitte? Danke. So. Also ja, alle... Oh, das war nicht geplant. Alle Münzen geben jetzt nochmal mehr Gold. Und es scheint mir so, dass die Drop-Chance für die höheren Beutel auch erhöht wurde. Also wir hatten es ja vorher noch nie gehabt, dass im allerersten Raum gleich so ein 100er Beutel gedroppt ist. Hühnchen! Hühnchen! Das lassen wir erstmal da liegen. Oh.
so beengten Räumen sind die Stacheln echt praktisch. Oh, Gott. 140 Gold in so einem großen Sack. Sehr schön. Wir haben allerdings keine Lebenspunkte verloren. Das heißt, das Hühnchen da unten können wir eigentlich ignorieren. Aber essen wir es lieber auch, bevor es wieder aufsteht. Oh, oh. Ich weiß noch nicht, welchen Geschoss ich ausweichen muss. Genau, das sind unsere. Ist alles gut. Oh. Du was? Nein. Yay. Wir sind schon bei 1080. Sehr schön. Also einmal die ganze erste Etage leer machen. Dürfte dann ja nicht 3000 bringen, sondern 3700 rum. Und nimm keinen Schaden. Ich glaube, das versuche ich gar nicht erst. Das ist auch noch nicht gerade schön. Zing, zing, zing. Au. Du. So. Wir wollen erstmal darauf. Dann wollen wir dich umbringen. Dann dich umbringen. Und dann gucken wir erstmal, wo es hier weitergeht. Da geht's weiter. Oh. Oh. Au. Ja, ist quasi ein Shinobi, nur dass er nicht weniger, dass er nicht mehr Schaden macht. Komm raus da. Bist du ein Dubenwas? Nein, du bist kein Dubenwas. Kaputt. So. Was ich mich auch frage, ist das Upgrade von dem Miner macht ein Flashlight. Also, dass man die Lampe auf seinem Kopf benutzen kann. Nur, was zur Hölle soll das bringen? Oh, au, 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 au. Das können wir auch mal freischalten. Kostet allerdings wieder 1000 Münzen oder so. Die wir jetzt gerade mal zusammen hätten. Und hops. Also ja, Lebenspunkte wären echt schön demnächst. So. Jo, wir nähern uns die 2000er Marke. Sehr gut. Und selbst ein Doom war es, wird nicht mehr gewonnen-hittet. So. Gut, 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 gut. Und Bereich zum Wald. Jo. Zack. Sehr schön. Nur mal kurz gucken. Weil das sieht hier relativ ruhig hier aus. Also es gibt wesentlich schlimmere Räume als den hier. Räumen wir doch hier mal ein wenig auf. Und gehen dann wieder zurück. Nachdem wir nur ganz kurz nach rechts geguckt haben. Ist aber der Raum hier schon wesentlich chaotischer mit den ganzen Stacheln und Feuerbällen und was weiß ich. Und du? Du bist tödlich. Bleibt nur noch Nummer 3. Was auch nicht gerade toll aussieht. Warte mal. Ah, es geht, okay. Ja, danke schön, Stacheln. Ja, ich bin bewusst, ich dringe schon wieder weiter in den Wald ein. Aber momentan ist es doch echt machbar, oder? Oh, sehr schön. Blaupause. Silberschwert. Gold. Hühnchen. Und Mana. Und wir können uns jetzt nach Hause teleportieren. Sehr schön. Wir würden gerne ganz am Anfang. Oh, da fällt mir was ein. diese Tagebucheinträge, die wir immer wieder lesen. Vielleicht stirbt er ja doch andauernd, dann gibt es bloß nicht zu. Aber nein, dann wären es andere Menschen.
Aha, okay. So viel zu der Theorie. Alle, hopp. Hopp, hopp. Oh, da ist ein Auge. Na, da war ein Auge. Ja, das doch gleich. Stirb. Und genau, Hühnchen. Ja, das ist eine schöne Entschädigung dafür, dass ich einfach so von einem Skelett getroffen wurde. Oh, neues Bild. Und ein neuer Halbboss. Komm, zerstachel ihn. Zerstachel ihn. Jo. Weiter stacheln. Oh. Oh. Und kaputt. Was bringst du mir? Blutbracer. Ja, vielleicht sollte ich demnächst wirklich mal wieder ein Barbar oder Paladin spielen. Mit ein bisschen mehr Blutequipment. Weil das sind wir ja alles losgeworden.